Ich weiß es nicht. Und wie gesagt, ich habe ja noch nicht so ganz weiter jetzt die Folgen rausgehauen, aber ich habe halt schon mal gefragt, wie es aussieht. Wäre es in Ordnung für euch, wenn wir während der, während wir hier am Bauen sind, einfach mal die Monster ausmachen, um so eine Creeper-Zwischenfälle, die ja eigentlich jetzt im Nachhinein war es ja ganz lustig, aber ich will jetzt sowas auch nicht ständig haben, dass mich hier so ein Creeper überrascht, die ganze Kacke, die wir hier gebaut haben, wieder auseinanderreißt. Deswegen, ich würde es einfach mal besser finden, wenn wir in Zukunft die Monster ausmachen, solange wir am Bauen sind. Und dann, wenn wir in der Höhle oder so sind, dann mache ich die Monster auf jeden Fall wieder an, weil wäre ja sonst langweilig. Einfach durchspiken und nee. Da würde mir die Action dann fehlen. Deswegen, schreibt eure Meinung dazu. So, hier die Treppe ran. Okay. Ich ziehe das jetzt einfach mal hier so durch. So, 2, 3 und dann da der Baumstamm ran. Und dann buddeln wir uns jetzt hier nach außen. Und dann haben wir uns nach außen gebuddelt. Geht aber ganz schön weit jetzt hier. Wann kommt denn hier mal Tageslicht? Da ist Tageslicht. Sehr schön. So. Ach, ist das schöne Musik. Auch aus der YouTube Audio Library sehe ich gerade. Kann man sich geben. Mir gefällt's. So. Also es wird auf jeden Fall eigentlich ein gar nicht mal so kleines Projekt hier sein im Haus, da kannst du echt ewig bauen. Weil jetzt ist es hier quasi, das wird jetzt quasi so nicht mal das, na doch, das wird jetzt quasi das Kellergeschoss eigentlich, glaube ich. Man könnte vielleicht nochmal eine Etage da drunter zimmern, weil genug Platz haben wir ja hier. Ist ja noch genug da. Und der Plan ist aber eigentlich auch, dass wir dann nochmal ordentlich nach oben gehen. Da ich mir vorgestellt habe, eine riesige Eingangshalle in dieses Haus reinzubasteln. Aber da müssen wir halt schauen, wie das am besten wird. Na komm. So, machen wir hier mal noch alles weg. Ja, achso, wir sind ja bei der Steinschaufel. Ich habe mich gerade schon gewundert, dass die Eisenschaufel so lange durchhält. Hier. Ja, stimmt. Wir müssen hier wirklich den halben Berg wegholzen. Ich denke mal, Erde haben wir dann genug. Ich glaube, das würde vielleicht gar nicht mal so dumm sein, wenn wir als erstes dann unser Lager bauen. Mit Kisten und dann gleich am Anfang sortieren, damit hier gar kein großer Müll entsteht. Schauen wir mal. Das wird auf jeden Fall lustig. So. Genau. Dann geht das Haus quasi genau bis hier. Und den Rest dahinter, den machen wir dann später. Je nachdem. So. Das ist dann quasi die Rückseite. Die Vorderseite. Na, ihr wisst schon, die Seite da. Das, was nicht das eine ist, ist das andere so, mehr so. Okay, schade, kann man nicht. So. So, Baumstämme haben wir hier. 1, 2, 3, 4, da ist schon wieder geknallt. Freaks. So, da haben wir einen. Zack, dann kommt das hier so, und dann kommt das so, und es wird schon wieder dunkel. Und das Ganze machen wir dann quasi auf der anderen Seite auch wieder. Hier so, dran. Aber erstmal gehen wir mal schlafen. Wir können ja unser Glas eigentlich mal eben verheizen, sage ich mal. Dann bauen wir das hier so rein. Ja. So, warum habe ich die Tür eigentlich so bescheuert dran gebaut? Dann legen wir uns auf jeden Fall eine Runde schlafen. Würde ich glatt mal so vermuten. Dann
haben wir auf jeden Fall Glas dran und hier so ein bisschen Ruhe. Und die Kammer, wie gesagt, die kommt dann weg, weil wir uns dann nochmal ein richtiges Bett draus basteln. So, wenn wir uns mal einen kleinen Überblick verschaffen. Hier haben wir das Haus. Ja, die Frage ist, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ich jetzt meinen Plan so beibehalten kann. Moment. Ja, ob ich den Plan jetzt hier so beibehalten kann mit dem, was ich hier so vorhabe halt. Oh, jetzt habe ich irgendeine Taste gedrückt. Alles klar? Alles klar? Kleine Ruckler drin, ne? Aber das liegt wohl auch an der Framerate. Sehr mysteriös, wenn ihr mich fragt. Aber was soll's doch. Wow. Jetzt kackt ihr die Framerate richtig ab. Lag das jetzt daran, weil er ein neues Lied rausgesucht hat? Oder ist die Festplatte schon wieder voll? Vielleicht hat er auch einfach nur irgendwelche Probleme schon wieder. Man weiß es ja nicht. Man steckt ja nicht drin in der Computertechnik von meinem Kollegen hier. Obwohl es daran eigentlich nicht mehr liegen dürfte. Ihr dürftet ja auch wahrscheinlich festgestellt haben, dass Minecraft viel flüssiger läuft als vorher. Ich meine, wir haben jetzt zwar diese, also jetzt gerade ist es wieder extrem, aber diese Framerate-Einbrüche hatten wir jetzt, sind jetzt nicht mehr so dolle wie vorher. So, dann bauen wir hier noch ein bisschen ab. Hier ist dann unser Schlafzimmer hinter, die Wand. Guck mal, da können wir hier sogar noch einen rausreißen. So. Und da hat es schon wieder geknallt bei uns. Mann, also langsam nervt's. Langsam nervt's. Ja, ich werde dann in der nächsten Aufnahme auf jeden Fall mit geschlossenem Fenster weiter aufnehmen. Obwohl es lustig ist. Wobei ich mich im Moment, der Einzige bin, der sich irgendwie wirklich erschreckt. Am Arsch! Könnt ihr nicht machen. Ein schwaches Herz. So, das war die andere Schaufel. Haben wir nicht noch unsere Löffel gehabt? Guck mal hier, Holzlöffel, Schaufel. Hier haben wir noch eine Steinschaufel. Hier haben wir noch eine Steinschaufel. Unser Steinschwert haben wir ja auch noch. Und unser Holzschwert. Schlemmen wir jetzt mal alles mit. Hier haben wir noch eine Holzschaufel. So. Jetzt müssen wir alles aufbrauchen. Guck mal, es dauert jetzt auch nicht so viel länger eigentlich. Mit dem Abbauen. Die wieso ich immer Holzlöffel sage? Diese Holzschaufeln halten ja auch nicht ewig. Mann, langsam nervt's. Aber die Knalle. Na, der Lärm draußen. Der ist ja jetzt auch ein bisschen leiser geworden. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt in der Aufnahme noch hört. Baue ich jetzt zu viel ab? Nein. Spitzhacke weg. Sehr schön. Also nicht schön. Viel Scheiße, muss ich ehrlich sagen. Zum Kotzen. Komm, wir nehmen hier Holz. Dauert zwar alles jetzt wieder ein bisschen länger, aber gut, was soll's. Wir haben ja Zeit. Das Let's Play endet ja nun nicht so schnell wieder. Habe ich zumindest nicht vor. Auf jeden Fall freue ich mich schon ganz doll, ganz doll auf den Februar. Weil da ein paar ganz tolle Spiele rauskommen, wo ich auf jeden Fall das eine oder andere Let's Playen werde. Also eins habe ich sogar schon da. Vorbesteller und so. Muss halt nur noch released werden. Könnt ihr euch drauf freuen, weil ich habe da auch richtig Bock drauf. Aber ich sage euch halt noch nicht, was es ist. Wer ordentlich recherchiert, der kommt eigentlich von alleine drauf. Muss ja nur gucken, was so im Februar für Spiele rauskommen. Oder released werden. Und dann müssen wir mal schauen. Vielleicht wird es auch irgendwann mal ein Minecraft Together geben. Ich träume ja immer noch davon. Aber es ist halt schwierig, einfach Leute zu finden, die Aufnahmezeit. Und ich möchte jetzt auch nicht mit irgendjemandem Minecraft Together machen. Die Sache ist ja bei Tier, dass er halt auch mal sehr beschäftigt ist. Ist halt ein sehr beschäftigter Mann. Deswegen schaffen wir auch Saints Row The Third nicht wirklich weiterzumachen. Das Let's Play ist zurzeit komplett auf Eis gelegt. Wobei ich zwischendurch schon am Überlegen war, das alleine weiterzumachen. Aber dann ist es irgendwie auch nur halb so lustig. Und da ja nun Saints Row 4 schon rauskam, habe ich dann auch eigentlich gedacht, ach, scheiße drauf. Aber falls ihr das Let's Play geil fandet, könnt ihr mir einfach mal Bescheid sagen. Dann mache ich es notfalls auch alleine weiter. Apropos, ich habe ja eigentlich noch gar nicht so mit euch drüber gequatscht.
Wie sieht's denn überhaupt aus? Wie hat euch denn der vierte Teil von Saints Row gefallen? Habt ihr den gespielt? Habt ihr den, habt ihr den gespielt? Und wie war der für euch? Ich muss ehrlich sagen, so meine Meinung war ja von dem Spiel, dass ich doch relativ enttäuscht war vom vierten Teil. Der dritte Teil ist mit Abstand eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und der vierte Teil dagegen, ich fand den doof. Die Story war cool, aber das Spiel war so völlig überladen mit diesen scheiß Sekundärmissionen. Es ist immer dasselbe gewesen und man musste die machen. Das war ja das Blöde, weil sonst hast du ja ein ganz anderes Ende gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, ich war enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe es mir geholt, habe mich extra gefreut, habe es ja noch, glaube ich, bei Facebook gepostet gehabt, dass ich jetzt anfange, hier Saints Row 4 zu spielen. Konnte es nur leider halt nicht aufnehmen, weil es hätte auch nicht so viel Sinn gemacht, da ja der dritte Teil noch nicht mal durch war. Und, tja. Finde ich schade. Ich meine, so an sich, das Spiel war wirklich cool. Es gab ja nun wieder unendliche Möglichkeiten, da Scheiße zu bauen in dem Spiel. Es war schon schön. Aber es war halt ausbaufähig. Naja. Kann man nichts machen, steckt man nicht drinne. So, das war die Spitzhacke. Ein paar Baumstämme haben wir noch. So, jetzt haben wir noch genau 4, aber keine Spitzhacke mehr. Wir müssen uns also jetzt eine neue Spitzhacke machen. Dafür brauchen wir Eisen. Wir haben nämlich endlich Eisen. So, Sticks. Zack. So. Dann haben wir hier neue Spitzhacken. Dann können wir hier wieder alles wegreißen. Hier die Baumstämme hochziehen. So. Dann können wir hier wieder die Dinger hinsetzen. Die Treppen ran. Und schwupp haben wir's. Die Fenster bleiben übrigens auch nicht, weil ich habe. Ich mag diese Scheiben nicht. Die sind zu dick. Und wie sah ich jetzt hier so schnell so eine. Mega Frame-Einbrüche drin. Ich habe hier zwischendurch eine Framerate. Jetzt habe ich eine von 45 bis 50. Jetzt hat vorher hatte ich eine von 1. Keine Ahnung, was da los ist. Wahrscheinlich macht mein PC wieder irgendeine Scheiße im Hintergrund. Und dann, wenn ich dann jetzt gleich alles beende, kommt dann die, ja, sie haben 50 Millionen neue Updates. Das weiß ich nicht. Ich weiß ja noch, wo ich hier den PC gekriegt habe. Ich dachte so, ja, ey, endlich Call of Duty aufnehmen. Wir haben Arsch. Ich konnte jetzt mal 50 Millionen neue Updates ziehen. Ich habe das, glaube ich, noch bei Facebook gepostet. Wie viele das waren. Ich glaube, das waren 3 GB an Updates. Nur an, also allein für Windows. Dann kamen ja die ganzen Updates noch für die ganzen Spiele. Ja, Spiele, für die Programme. Nein. Das wollte ich doch gar nicht. Penner. So. Jetzt muss unser Schlafzimmer hier leider weichen. Aus Trotz. Aber keine Sorge, wir bauen hier wieder ein neues hin. Muss erstmal gucken, wie hoch wird denn das Ganze überhaupt. Naja, müssen wir mal schauen. Da das ja bloß der Keller ist, muss der jetzt eigentlich nicht so irre hoch sein. 3 hoch, 4 hoch. Ach nee, es wird das Lager. Hatte ich jetzt so im Hinterkopf, dass wir da das Lager reinzaubern. Tja, dann müssen wir mal schauen, was wir hier so am besten machen, ne? Das weiß ich nämlich selber noch nicht so genau, weil ich total der verplante Typ bin. So, hier erstmal die Erde weg. Ach ja, ich mag die Musik. Das sage ich, glaube ich, gerade in jeder Folge. Aber ich mag die Musik einfach mal. Links dazu, übrigens, wie immer, in der Videobeschreibung.